Und willkommen zurück. Es ist Ende des Monats und das heißt normalerweise, dass, wenn alles gut gelaufen ist, die Bücherbüchse angekommen ist. Ich hatte tatsächlich Instagram ein paar Anfragen, ob ich vielleicht nochmal was generell zu der Bücherbüchse erzählen kann und wie das abläuft, vielleicht auch mal was bezahlt. Und ich dachte, das kann ich ja gerne am Ende des Videos nochmal kurz machen. Und sonst würde ich sagen, hier ist das gute Stück. Ich pack's einmal mit euch aus, muss zu geben. Ich habe es mir diesmal schon ausgepackt und diesmal auch schon angeschaut, also immerhin das Buch, weil ich Zauberbüchse diesen Monat eigentlich gar nicht haben wollte, weil ich das Buch, was da drin habe, was ihr gleich sehen wird, schon als fast gesamte Reihe auf Englisch habe. Mir fehlt nur noch der letzte Band und deswegen wollte ich diese eigentlich nicht haben. Ich habe dann aber ehrlich gesagt vergessen, die abzubestellen oder dachte, ja, selbst wenn das Buch dann kommt, dann kann ich das jemand anderem geben, weil ich das letzte Mal, als ich die Bücherbüchse abbestellt habe, ja, so große Probleme hatte, das Abo dann zu erneuern, dazu aber dann auch später nochmal. Und da ich jetzt das Buch aus der nächsten Büchse auch nicht haben möchte, also aus dem nächsten Monat, hätte es sich dann für mich dann schon gelohnt, das Buch einfach abzubestellen und auch die Box einfach abzubestellen. Aber ja, jetzt sind wir hier, wir haben es da und deswegen würde ich sagen, zeige ich euch einmal, was diesen Monat hier drin war. Das Motto diesen Monat ist Goldener Käfig. Ich glaube, wer diesen Cover sieht oder wer sich ein bisschen mit Büchern auskennt, kann sich eigentlich auch schon ganz gut denken, welches Buch dann diesen Monat hier drin ist. Ich muss zugeben, dass ich mit der Wahl ja schon zufrieden bin, weil es ein Buch ist, was ich ja selber auch gekauft habe und die ganze Reihe, die ich, also es ist auch eine Reihe, die ich besitze und da ich das Buch auch schon gelesen habe, aber mich hat es doch sehr verwundert und ich bin auch immer noch sehr verwundert, ja, zu welchem Verlag dieses Buch gehört. Aber dazu kommen wir gleich, wenn ich euch das Buch gezeigt habe. Das erste, was ich in dieser Büchse gefunden habe, ist diese Schmuckstatulle. Da kann man dann halt hier so seine Ringe, übrigens bitte ignoriert meine Nägel, ich habe es bis jetzt nicht geschafft, entweder zum Nagelfee zu gehen oder meine Nägel neu zu lackieren, das wollte ich heute noch machen. Aber hier kann man halt seinen Schmuck dann reinlegen. Ich finde, das ist aber auch ein ganz schöner Untersetzer für alles Mögliche. Also man kann da bestimmt auch eine schöne Kerze oder sowas drauflegen. Ich finde es tatsächlich ganz süß. Ich finde, das ist auch was, was man allgemein gebrauchen kann. Man wird natürlich jetzt nicht sofort sehen, dass das Bookish-Merch ist, aber es passt auf jeden Fall zum Thema und es passt auch zum Cover des Buches tatsächlich. Deswegen finde ich es eigentlich ganz süß und ja, also ich meine, sowas kann man immer gebrauchen, deswegen bin ich damit total zufrieden. Das nächste Item hingegen ist eins, mit dem ich sehr, sehr, sehr zufrieden bin, über das ich mich sehr, sehr, sehr gefreut habe, weil ich das immer gebrauchen kann, und zwar eine Buchtasche. Sie sieht so aus. Ich muss zugeben, dass ich das Muster auf der Buchtasche nicht ganz verstehe, weil, ja, also es ist in Schwarz und in so einem, ja, eher Beige-Ton gehalten, aber Blumen haben halt wirklich mit der Geschichte, die wir hier kennenlernen, nichts zu tun. Also wenn jetzt hier irgendwie Vögel oder Käfige oder sonst irgendwelche goldenen Ornamente drauf gewesen wären, okay. Aber die Tasche, wunderschön. Also ich liebe die Buchtasche, ich finde die richtig cool. Ich freue mich auch voll, da meine Bücher mit reinzutun und die mitzunehmen, weil ihr wisst, ich kann nie genug Buchtaschen haben. Aber vom Design her hat sie tatsächlich wenig mit dem Buch zu tun. Deswegen frage ich mich hier so ein bisschen, ob das vielleicht ein Design ist, was es schon mal gab und was vielleicht nicht so gut angekommen ist. Oder ob das jetzt ein neues Design ist. Bin ich noch nicht lang genug bei der Bücherbüchse. Wie gesagt, selber finde ich es cool. Nur vom Design her, finde ich, passt es nicht ganz zum Buch oder auch ja zu der Thematik. Jetzt kommen wir aber zu dem, was hier drin ist. Und das fand ich sehr schön. Und zwar, wo ich zeige euch, glaube ich, erst das Buch, bevor ich euch das zeige, weil das ist jetzt auch eh ein Spoiler zum Buch. Und zwar ist das Buch diesen Monat The Darkest Gold, Die Gefangene von Raven Kennedy. Eigentlich ist das die Plated Prisoner-Reihe. Ich zeige euch einmal den Farbschnitt. Ich muss zugeben, ich finde den Farbschnitt eigentlich ganz schön. Ich kann mir gut vorstellen, dass der so ausgeblichen ist, weil das ja passen soll und weil da ja auch so Zäune und sowas oder so Maschendrahtzaun oder sowas mit drin ist oder halt, ja, beziehungsweise ich glaube eine Art Vorhang. Aber ich finde, die Qualität des Farbschnitts ist jetzt nicht so toll.
Also ich hätte mir einfach gewünscht, dass das Gold ein bisschen prominenter ist. Ich weiß gar nicht, ob man das in der Kamera so sehen kann, aber es sieht schon sehr verblasst aus. Ich finde, es passt zum Buch generell, aber ich habe von der Qualität tatsächlich ein bisschen mehr erwartet. Man hätte es einfach ein bisschen kräftiger von den Farben machen können. Also hier zum Beispiel sieht man, ist das Gold relativ prominent, aber hier der Vogel, finde ich, ist sehr ausgebleicht und generell die ganze Seite, finde ich, ist sehr ausgebleicht. Das hat mir nicht so gut gefallen. Ich zeige euch noch das Buch von innen. Hier haben wir einmal unsere Protagonistin, Oren, und hier haben wir die nächsten Bücher, die rauskommen. Und dann haben wir hinten im Buch, aber ich glaube, das ist auch in einem ganz normalen Buch auch mit dabei, es ist also wirklich mit der Farbschrift wieder, haben wir hier noch eine Karte. Ich lese euch kurz vor, worum es geht. Auch ein goldener Käfig ist immer noch ein Käfig. Gold, goldene Böden, goldene Wände, goldene Möbel, goldene Kleider. Im Schloss von hohen Leuten ist alles aus Gold, selbst ich. Ich bin das lebende Symbol der Macht von König Midas. Die Macht, alles in Gold zu verwandeln, was er berührt. Für Außenstehende bin ich nur seine goldene Hure. Aber für Midas bin ich mehr. Ich war schon bei ihm, bevor er zum König wurde. Ich war bei ihm, als wir nur einander hatten. Er hat mir damals versprochen, dass er für meine Sicherheit sorgen würde. Und das hat er getan. Obwohl ich meine Freiheit opfern musste, bin ich sicher. Bis Krieg und Verrat unser goldenes Schloss erreichen. Bis mein Vertrauen in Midas erschüttert wird. Bis ich die Monster kennenlerne, von denen er mich schützen sollte. Dunkel, herzzerreißend und atemberaubend spannend. Der Auftakt der Fantasy-Erfolgsserie, inspiriert vom König Midas-Mythos. Schwierig. Also ich habe bis jetzt die ersten beiden Bände von diesem Buch gelesen. Und bevor ich näher auf das Buch eingehe, zeige ich euch jetzt erstmal, was hier sonst noch drin war. Und zwar haben wir einmal, ich finde es aber cool, dass das in der Dings ist, diesen wunderschönen Print von Oren. Und der gefällt mir wirklich richtig, richtig gut. Ich muss zugeben, dass ich mir Oren ganz anders vorgestellt habe. Irgendwie mehr, ich weiß nicht, göttlich. Also ich habe so einen ganz bestimmten Ausdruck. Also ich habe das eigentlich nicht so, dass ich mir Charaktere so krass vorstelle, aber ich habe halt Oren in so einem ganz bestimmten, ja, Körper irgendwie vor Ort, der sehr göttlich, aber sehr fruchtbarkeitsgöttlich rüberkommt. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich Oren einfach schon als Charakter kenne. Finde ich aber eine sehr, sehr schöne Charaktergestaltung. Dann haben wir hier wie immer das Page-Overlay. Ja, finde ich okay. Ich hätte mich aber mehr gefreut, wenn da vielleicht einfach Oren und Midas drauf gewesen wären, weil das sind ja unsere beiden Protagonisten in Anführungszeichen. Und dann haben wir hier wieder einen Brief von der Autorin, die sich bedankt, dass wir es lesen und woher sie ja auf die Idee gekommen ist. Das ist ja eine König Midas Nacherzählung. Ich weiß, bei Jade City habe ich euch den Brief übersetzt. Da war ich aber auch generell begeisterter von dem Buch. Und dann haben wir wie immer den Autoren-Sticker mit dabei. Und ich ärgere mich immer noch, dass ich für Stealing Infinity anscheinend den Autoren-Sticker weggeworfen habe. Aber ja, also wir haben die Tasche, das Overlay und sowas immer dabei ist und das. Also das sind diesmal die einzigen Merch-Sachen. Ich finde, die hätten da noch irgendwie guten Armband oder sowas machen können, weil das Thema ist ja einfach Gold, Gold, Gold in diesem Buch. Deswegen hätte ich irgendwie Ohrringe oder ein Armband oder so richtig cool gefunden. Die Tasche, wie gesagt, finde ich mega. Ich mag auch das Schmuckding ganz gerne. Aber anstatt, dass sie mir so ein Schmuckding geben, hätte ich halt Schmuck einfach passender zu der Thematik vom Buch gefunden. Jetzt gerade nochmal wirklich alles gefunden habe. Ja, das Buch, ein Print mit Brief der Autorin, exklusives Page-Overlay, exklusive Buchhülle, Golden Flowers und dann noch exklusive Schmuckschale handgemacht. Ja, wie gesagt, also ich finde eigentlich alles ganz cool. Die Buchtasche finde ich auch cool und passend vom Design her, finde ich persönlich, aber es gibt Schlimmeres. Dann kommen wir jetzt noch kurz zum Buch. Ich muss zugeben, dass ich den ersten Satz aber sehr süß finde und zwar: Für alle, die sich vergeblich bemühen, die Sterne zu sehen, schaut weiter nach oben. Ich habe den ersten Band Anfang des Jahres, glaube ich, gelesen und habe ihn mir gekauft, weil TikTok-Hype, ganz ehrlich. Also ich habe auf TikTok gesehen, das Buch soll so toll sein und es soll eine richtig gute Fantasy-Geschichte sein und es soll so, ja, einen so packen. Und ja, das tut dieses Buch auch, aber ich verstehe erstens nicht, warum dieses Buch bei KISS rausgekommen ist, weil KISS war für mich halt immer sehr seichte Romance, aber wirklich Romance ohne diesen krassen, ja, Erotik-Aspekt oder auch Dark Romance-Aspekt. Und das ist für mich halt in diesem Buch ganz prominent. Also ich meine, Triggerwarnung hier drin sollte man hier vorne auf jeden Fall auch lesen, aber ich finde, es reicht ja schon, dass hier steht, für Außenstehende bin ich nur so eine goldene Hure. Und das ist es halt auch. Also das ist wirklich eine Thematik in dem Buch, die man einfach sich bewusst sein sollte. Wer über dieses Buch gar nichts wissen möchte und sich einfach
ja, fallen lassen will. Ich heb jetzt die Hand und wenn ich die wieder runternehme, dann ist die Rezension mit Spoilern vorbei. Also in diesem Buch haben wir Oren und die ist eine vergoldete Frau oder eine Frau, die aus Gold besteht. Und wir haben Midas, der ist der neue König von Hohen Leuten, nachdem er da die Prinzessin geheiratet hat, da sie keine Magie hatte. Es gibt sechs Königreiche und Midas Plan ist es eigentlich, alle Königreiche auf sich zu nehmen. Das Problem, was ich mit diesem Buch hatte, ist, dass Frauen hier grundsätzlich als Saddles, also als Sattel bezeichnet werden. Es gibt auch männliche Sattel. Also Prostitution ist in diesem Buch ganz, ganz großes Thema. Und ja, es gibt auch männliche Prostituierte, aber die haben einen höheren Rang auch in dieser Gesellschaft als einfach Frauen. Und generell sind Frauen ganz, ganz niedrig im Rang. Die haben nichts zu sagen. Selbst wenn du eine Königin bist, hast du nichts zu sagen. Dein Mann steht über dir. Alle werden nicht respektiert. Und da gab es so viele Szenen, wo einfach, und das ist ein Thema, was mich wirklich sehr beschäftigt momentan, dass es immer eine Vergewaltigung ist. Es ist immer eine Vergewaltigung. Es gibt in diesem Buch eine Szene, die eine Vergewaltigung ist. Deswegen lest die Triggerwarnung und Spoiler. Und die hätte meiner Meinung nach ganz klar auch nur in Anführungszeichen eine Szene sein können, wo die Protagonistin und die andere Person, die mit dabei ist, zum Beispiel, ja, verprügelt werden oder ähnliches. Ich finde aber, super oft wird halt eine Vergewaltigung genommen, weil das das Schlimmste ist, was du einer Frau oft antun kannst. Also ich habe schon oft von anderen Frauen gehört, dass sie lieber hätten, dass man gleich ermordet wird, anstatt dass man vergewaltigt wird, im schlimmsten Fall noch mehrmals, weil man einfach damit nicht leben kann und weil das einfach der größte Eingriff in deine körperliche Autonomität ist. Und dass man darüber einfach nicht hinwegkommt. Und natürlich, es gibt Frauen, denen ist das passiert und die leben damit und die leben damit auch wieder in Ordnung. Aber ich finde halt einfach, das ist so eine Thematik, die so oft ausgeweitet wird, dass wenn Frauen was Schlimmes passiert, das ist immer eine Vergewaltigung. Und das finde ich ganz, ganz schlimm. Und ich finde, hier in diesem Buch hätte es auch nicht sein müssen. Weil hier hat der Sex schon so eine prominente Rolle. Und es ist auch nicht immer freiwilliger Sex oder schöner Sex oder ja, Sex, wo man sagen kann, ja, okay, sie hat jetzt halt nicht Nein gesagt, aber sie hat halt auch nicht aktiv Ja gesagt. Und ich finde, da hätte so eine Szene einfach nicht sein müssen. Deswegen habe ich ganz, ganz große Probleme mit der Frauenstellung in diesem Buch. Und auch diese Settle-Prostituierten-Thematik, die hat mir wirklich, wirklich nicht gut gefallen. Im zweiten Buch hat es ein bisschen nachgelassen, das kann ich gleich schon mal verraten. Aber auch da habe ich jetzt tatsächlich immer noch ein bisschen Bauchschmerzen. Okay, Spoiler für die Triggerwarnung vorbei. Lest bitte unbedingt die Triggerwarnung. Ich finde, das Buch hat in diesem Verlag wirklich nichts zu suchen, außer der Verlag möchte nochmal sein Programm verändern. Aber ich habe sowas halt eher nicht mal von Lux oder so erwartet, sondern eher von so einem Eigenimprint. Ich habe aber oft das Gefühl, dass gerade bei diesen TikTok-Hypes die Verlage sich so ein bisschen darum schlagen und dann froh sind, wenn sie eins davon abkriegen. Aber ich wollte jetzt auch nicht sagen, lest das Buch nicht, das ist total scheiße, so ist es nicht. Ich glaube, durch den ersten muss man sich ein bisschen kämpfen. Den zweiten fand ich schon deutlich, deutlich besser. Ich werde auch die nächsten lesen auf jeden Fall. Das ist aber auf jeden Fall noch eine Reihe, wo ich mir noch nicht ganz sicher bin, ob ich die behalten werde oder nicht. Ich werde jetzt mal gucken, wie der dritte mich anspricht. Und ja, dann schauen wir mal. Aber sonst finde ich eigentlich schönes Buch, schwierige Thematik. Aber diese ganze König Midas-Sache finde ich trotzdem immer noch mega interessant. Okay, das war der Inhalt der Zauberbüchse diesen Monat. Und dann dachte ich, sprechen wir jetzt noch kurz darüber, wie das mit der Bücherbüchse oder Zauberbüchse überhaupt in, ja, funktioniert. Also die Bücherbüchse ist ein, nicht mal Verlag, sondern es ist einfach eine Firma, die mit Verlagen, ja, ausmacht, ob sie die Bücher, die sie ansprechend finden, in einer speziellen Ausmachung zum Beispiel rausbringen dürfen. Oder wenn sie halt Glück haben und sie haben ein Buch, was bei einem Indie-Autor rausgekommen ist, ist das für den Indie-Autor natürlich nochmal einfacher, das alles mit denen abzuklären. Also es gibt zum Beispiel so Highlight-Bücher wie, ja, Das Gallant von der V.E. Schwab oder A Magic Steeped in Poison, das ist auch von einem sehr eingesessenen alten Jugendbuchverlag gewesen. Also die können da schon richtig gute Sachen machen oder halt auch so richtige Knacker wie das Buch, was nächsten Monat bei denen rauskommt. Das ist ja wirklich der Bestseller momentan, also ist Platz 1 auf der Spiegel-Bestsellerliste. Ohne dass ich es jetzt spoilern möchte, wer möchte, guckt nach, wenn nicht, ist auch okay. Ist eh ausverkauft. Und die setzen sich dann halt mit den Verlagen zusammen und dann gibt es halt das Buch entweder in einem Abo. Das, was ich habe, die haben verschiedene Abos, die sie anbieten. Also ich habe zum Beispiel die Zauberbüchse. Das heißt, da sind hauptsächlich Fantasy-Bücher drin. Das kann dann auch schon mal Romantasy sein, aber es muss halt immer der Fantasy-Aspekt erfüllt sein.
Dann haben wir noch die Liebesbüchse, die kommt auch jeden Monat raus. Da sind dann hauptsächlich so New Adult oder halt Romance-Bücher mit drin. Also sowas wie Lily Lucas oder also ein Schmand, würde ich jetzt mal sagen. Also es ist wirklich für Leute, die hauptsächlich so New Adult und Romance-Sachen lesen möchten. Dann gibt es jetzt am neuesten eine Junior-Büchse. Da werden dann, denke ich, ja, Kinderbücher drin sein. Da weiß ich aber nicht, inwiefern die dann spezial ausgestattet sind oder nicht. Oder ob da dann eher Kuscheltiere oder sowas mit dabei sind. Und dann machen die auch oft, dass man, wenn es genug Bücher gibt und die noch was übrig haben, dass man die Box auch einzeln kaufen kann. Also, dass man zum Beispiel kein Abo abschließen muss, sondern manchmal, wenn das jetzt nicht so ein High-Demand-Buch ist, hat man auch die Möglichkeit, das Buch einzeln zu kaufen. Oder wenn zum Beispiel wie ich, wenn man pausieren will, wenn man das Abo kündigt, dazu komme ich aber gleich, dass dann zum Beispiel eine Box frei wird. Und dann kann man halt versuchen, diese einzeln im Shop zu kaufen, ohne dass man halt ein Abo abschließen muss. Man kann das Abo jeden Monat kündigen und es wird immer zum 1. des Monats verlängert. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel die Box für August haben möchte, heißt das, dass ich bis zum 1. Juli mein Abo eigentlich verlängert haben muss. Beziehungsweise, ich glaube, wenn ich die Box im Juli haben möchte, muss halt mein Abo zum 1. Juli aktiviert sein. Und dann, wenn ich dieses Buch vom August haben möchte, muss mein Buch zum 1. August aktiviert sein, wenn ich es richtig verstanden habe. Da habe ich aber jetzt noch nicht gesehen, was da drin vorkommt. Da bin ich aber sehr gespannt, ob ich die Box dann wieder haben möchte. Pausieren kann man leider nicht. Das heißt, wenn man das Buch schon hat oder wenn man es einfach nicht möchte, dann muss man kündigen. Und man ist dann ein bisschen davon abhängig, ob es noch offene Abos gibt oder nicht. Zu Hochzeiten kann es tatsächlich auch schon mal sein, dass es kein Abo mehr gibt. Das heißt, man kündigt sein Abo und jemand, der auf der Warteliste ist, kriegt dann deinen Platz. Und dann kannst du halt dein Abo nicht reaktivieren, obwohl das ein Buch ist, was du haben möchtest und obwohl du schon mal ein Abo bei denen abgeschlossen hast. Das finde ich ein bisschen ungünstig. Ich fände es besser, wenn es einfach eine pausieren und dann zum Beispiel auch Grund angeben, ich habe das Buch schon gekauft oder ich habe das Buch schon auf Englisch, weil super oft haben die zum Beispiel auch Ausgaben, die einfach selber mit einem Farbschnitt schon rauskommen und wo man den Farbschnitt zum Beispiel auch selber schön findet. Bei mir war das zum Beispiel Sealing Infinity. Da fand ich den Farbschnitt vom Verlag super schön und auch den von der Bücherbüchse finde ich ganz schön. Aber ich hätte zum Beispiel das Buch auch so kaufen können. Oder jetzt bei dem Buch, was im Juli rauskommt, da ist es genauso. Und da finde ich es ein bisschen schwierig, dass ich mich halt praktisch entscheiden muss, ob ich meinen Platz aufgebe, weil ich das Buch nicht möchte, oder ob ich das Buch dann doppelt im Regal haben möchte. Also bei mir war das jetzt bei Gallant so und bei In Magic Steeped in Poison, dass ich die beiden Boxen nicht genommen habe, weil ich die Bücher einfach schon auf Englisch hatte, beziehungsweise weil ja, ich da mein Abo nicht verlängern konnte, weil mein Platz weg war, beziehungsweise weil es Zahlungsschwierigkeiten gab. Von deren Seite, nicht von meiner Seite. Wenn man dieses Abo abgeschlossen hat, dann kriegt man, wie gesagt, jeden Monat diese Büchse zugestellt. Wichtig ist zu wissen, dass die Box, auch wenn sie die Juli-Box ist, kommt sie nicht am Anfang Juli, sondern Ende Juli. Und es kann auch schon mal sein, dass wenn zum Beispiel die Buchmesse oder ähnliches ist, dass sich das dann verschiebt oder das, was zum Beispiel nicht lieferbar ist. Dann kann das ein bisschen dauern. Aber bei der Bücherbüchse hatte ich immer das Gefühl, dass der Kontakt tatsächlich ganz gut gehalten wird, weil ich hatte ja auch mal eine Box von Chest of Fandoms. Da war ich ja auch mit dem Kundenservice nicht so zufrieden, auch wenn es eine kleine Firma ist. Bei der Bücherbüchse habe ich tatsächlich bis jetzt bessere Erfahrungen gemacht. Man kriegt es dann Ende des Monats und dann ist halt immer ein bisschen Merch mit dabei. Und dann halt immer das Buch. Wenn es ein Hardcover ist, ist es weniger Merch. Wenn es ein Paperback oder ein Taschenbuch ist, ist das Merch einfach ein bisschen hochwertiger oder es ist ein bisschen mehr drin. Insgesamt kostet die Box 40 Euro aufgerundet. Also man bezahlt halt den Preis für das Buch. Plus dann Versandkosten von 5 Euro, glaube ich, plus dann halt die Kosten für das Merch. Also wenn das Buch wie jetzt hier zum Beispiel 16 Euro kostet, dann bezahlt man halt nochmal irgendwie, ja, keine Ahnung, 15 Euro oder so für das Merch-Ding und dann halt nochmal die Versandkosten dazu. Das kommt natürlich immer ein bisschen drauf an, ob man findet, dass sich das lohnt. Also hier würde ich es jetzt tatsächlich ein bisschen teuer finden, so viel für das Merch zu bezahlen. Aber es ist halt wirklich was für Buchliebhaber, die halt auch wirklich ein Buch mit einem schönen Farbschnitt vielleicht haben wollen und die sich einfach über Bookish-Merch freuen und ja, die da Spaß dran haben. Ich muss zugeben, dass ich sehr, sehr gerne zum Beispiel auch ein Fairy-Loot-Abo hätte, weil ich da einfach die Bücher meistens besser finde. Die sind auf Englisch und auch die Verpackung und auch das Merch finde ich ein bisschen cooler. Also da sind zum Beispiel sowas wie Kissenbezüge oder sowas mit bei. Aber so für den deutschen Markt, dass man sonst halt nicht so viel ja, andere Möglichkeiten hat, finde ich die Bücherbüchse da eigentlich echt mit das Beste, was wir haben. Man kann mit Kreditkarte, Amazon Pay und ich glaube PayPal bezahlen. Also bei mir läuft es über PayPal. Ich glaube, Bankeinzug geht tatsächlich nicht. Das ist natürlich ein bisschen schade für die Leute, die keins von denen benutzen wollen, weil man natürlich dann immer seine Daten noch irgendwo hinterlassen muss. Ich glaube, Klarna geht tatsächlich auch. Aber ja, ist halt ein kleines Unternehmen. Mehr kann man da natürlich auch nicht erwarten. Gab es sonst noch eine Frage? Ich überlege gerade mal. Aber ich glaube, das waren größtenteils die Fragen, die ich oft bekomme. Also wie viel kostet es um die 40 Euro?
pro Monat. Kann man kündigen, kann man pausieren? Nein, man kann nur kündigen und da muss man halt Glück haben, dass sein Abo reaktiviert wird. Bei einem Buch mit High Demand ist es halt ein bisschen schwierig. Man kann das Buch meistens einzeln kaufen und auch die Box nochmal einzeln, wenn man Glück hat und es ist noch was übrig. Das ist aber nicht immer so. Und ja, würde ich es empfehlen, auf jeden Fall. Also ich finde die Sachen cool. Ich kann bis jetzt auch mit den Sachen was anfangen. Ich mag aber auch so Bookish-Merch und so kleinen Scheiß super gerne. Deswegen ist das für mich halt eine richtig, richtig tolle Sache. Aber da muss, glaube ich, jeder selbst entscheiden, was er davon hält und ob sich das für ihn lohnt. Ich glaube, das war's. Mir ist heiß, also wirklich sehr, sehr heiß. Ich schwitze mir hier sonst einen weg. Ich setze mich jetzt irgendwie auf meinen Balkon oder, keine Ahnung, in die Badewanne oder so. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende oder beziehungsweise einen schönen Sonntag, wenn das hier hochgeht. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bye!